Oh Leute, es ist finstere Nacht im Ödland. Willkommen zurück. Und wir bewegen uns jetzt in diesen Tunnel rein. Meine Morwurfsratte dabei, das sollte ja so ein bisschen helfen, wenn es eng wird. Oh, hier ist er ja. Captain Patterson hat sie umgezogen in der Zeit. Gut genutzt. Careful. We've got hostiles in here. I've been listening in on them. Sounds like a group of bandits have set up in the area and locked up the SATCOM facility. Apparently their leader has a key, and they're out in a raid right now. Our best chance is to see if they've left it in their camp further up. You ready to check it out? I'm ready. Lead the way, and keep sharp. Sounds like they've really dug in around the facility. Let's move. Alles klar, ihr habt da gehört. Hier Banditen und so, am Schlüssel und so, und muss natürlich besorgt werden. Oh, hat man Level Up offen. Ich glaube, diesen Punkt werde ich investieren in Munition bauen. So, mehr Munition. So, wir versuchen es mal erstmal hier mit. Es sieht ganz cool aus. Ja, mal kicken. Wie sind so die Lichtverhältnisse? Oh, hier liegt einer. Aber der ist doch nicht gestorben, weil er erschossen wurde hier. Was hat er sehr lecker gemacht? Cram und Hundefutter warm. Dogmeat, komm her, hier ist was für dich ready. Red Scum. Shit, ich hab gedacht, das hat Automatik. Alter! Fies, richtig brutal. Hier musst du mal aufpassen auf Fallen. Raider sind dreckige Assis. Och, 5 Raketen. Das hat sich ja mal gelohnt hier. Die Fahrgäste werden wild, raus hier! Boah, ihr wisst jetzt aber zugeschüttet. Tinkers Raygun Rifle. Ja. Gibt genug Mist in den Taschen. Oh, eine Baseballgranate, die hab ich mir früher immer gebaut. Kommen wir wohl nicht vorbei. Ist nicht, kann man Feuermodus ändern bei Fallout? Ich glaube, sowas gab es gar nicht, ne? Einzelschuss und Vollautomatik und. Bap, 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 bap. Stirb, Ratte! Ach so, ja, dann ist der Patrick halt mal tot. Ja. Einmal. Ey, ich muss was machen. Das geht nicht, Alter. Das sind Tode, die sind so unwirklich, Alter. Die müssen mich einmal mit irgendwas anspucken und ich bin immer direkt tot. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Das geht überhaupt nicht. Ja, und ich muss hier mal rumrotzen wie ein Blöder. Gebt mir so eine Mühe. Warte, ich bin irgendeine Scheiße eingesteckt hier aus Frust. Mann, Alter. Achso, mein Gespräch ist jetzt ja auch übersprungen worden. Alter.
Ja, diesmal erst mehr Erfahrung. Warum auch immer. Chap, 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 chap. Ja, kannst du naschen. Alle Dude. So, speichern. Damit ich mich nicht ganz so verarscht fühle hier. Ja, gucken, müssen wir uns mal eine Rüstung zusammenbasteln. Nützt ja nichts. Aber so cool das Outfit auch ist, aber das ist. Damit wäre ich nicht glücklich. So, Fragmentation Granaten sind ausgewählt. Da kommt die erste. Nö, nö. Ja, guckt euch das doch mal an! Alter, ich. Dinger schießen mit Brandmunition? Ja, ist also ihr Pappnase Captain Tralala, Alter, hat auch Jakim-Bock hier irgendwie eine Rolle mitzuspielen, ne? Wir treffen uns im Tunnel und dann räume ich hinter dir auf. Wahrscheinlich jeder verirrt er sich an den Leichen, solange die noch warm sind, Alter. Ansonsten macht er hier ja nichts. Asshole. Das Ding ist mies unpräzise. Captain, los. Patterson, voran, Mann. Mike Beda erwischt? Oder was? Ja, oder? Ich werde jetzt einen schönen Blutspritzer geben. Richtet mal an, Junge. Okay, warte, da müssen wir anders ran. Ich hab mir schon wieder die Schnelltasten nicht gemerkt. Eins. Beste Waffe auf eins. Was haben wir denn hier? Barrel. Wir bodyen den einfach weg hier. Was macht der? Ja, Patterson, Rinder! Oh. Restaurierte Revolverpistole. Hier ist nochmal ein chinesisches Stormgewehr. Ey, ich glaube, ich muss hier auch irgendwas. Ist doch das Field of View ist doch schon wieder komplett wegeskaliert hier. Okay, doch nicht. Aber das ist ja eine Katastrophe, Alter. Das Ding ist richtig was wert. Ich muss mal gucken. Das nehme ich mal mit. Weil man trifft doch ab und zu so random Händler im Ödland. Und dann macht man die mal schnell ein bisschen ärmer. So, was habe ich jetzt auf 2 gepackt? Das Ding, okay. Ist das so gewollt? Captain Patterson? Scheiert? Das ist jetzt nochmal ein extra Gebiet oder was? Ach krass. Darauf bin ich ja jetzt ja nicht vorbereitet. Alter, das ist ja cool. Ja, so müssen Quests aussehen. Ja, ich weiß, dass ich hier nicht lang gehen kann. Eigentlich suche ich nur eine Suite Matratze, um die Nacht zu überspringen. So eine schöne Kuschelige mit Flecken und ein paar Läusen drin. Alter, ah, das ist ein Großhorn. Ich dachte, das ist ein Red Scorpion oder so eine Grütze. Da kommt nochmal ein Hirsch, nimm her. Niemand. Boah, ey, ich bin so behindert, ey. Ich sehe gar keiner da. Nee, ich will nicht auf das Riesenvieh schießen.
Something's up. Remy geht in den Fight. Meine Hirscharmee wird euch angreifen. Wir brauchen Nachtsichtgeräte, ganz klar. Was? Wir müssen da oben die... Der Schütze da muss weg. Hier ist auch ein Raider Scum. Wie ist es denn, arm Kollege? Ich muss noch ein bisschen an meinen AP-Punkten arbeiten, das ist mir zu wenig. So, komm raus. Streck mal dein Köpfchen raus. Verschossen. So, und der Kollege hockt jetzt immer noch. Das ist Kacke bei Fallout, ne? Diese ganzen nicht ausmodellierten Kanten. Sowas, das kannst du nicht treffen, das geht nicht. Das ist voll ärgerlich. Vielleicht überhaupt nicht mal per Wetz anvisierbar. Der Bengel. Dann muss ich mir was einfallen lassen, Kollege. Auch nicht. Ach, weil es gar keiner ist. Oder was? Aber er ist doch noch angezeigt. Scheiße, Mann. Okay, wir machen... Scheiß wirst du, Alter. Ich reiß euch jetzt einen Arsch auf. Also Veteran. Oh, der hebt sich einen Schuss, Alter. Der ist entkommen, Alter. Hier? Zigarettkarton. Ah. Wo ist der Kunde hin? Der ist ja nicht gestorben, oder? Oder hat ihn doch erwischt? Oh. Geht drauf, Leute. Batz. Critical Strike. Boah, jetzt müssen wir erstmal... Aufräumen hier. Also wollte ich gar nicht. Ich nehme mir mal den Action Boy zur Hand, ne? Ach, die regenerieren sich schneller. Ist aber auch in Ordnung. Das kann man 5-mal machen. Oder man kann sich ja Informationen reinholen hier. Rang 2. 40% schneller. 60, 80. Krass, okay. Ja, doppelt so schnell. Also wenn du 5 Punkte reinsteckst. Es gab aber auch noch einen Perk. Ich mach das. Das ist zu viel, ne? Aber auf jeden Fall, dass man mehr hat, würde ich dann reinstecken wollen. Vielleicht gibt es ja auch noch so. Das muss ja auch noch erhöht werden, ganz dringend. Ich will der übelste Abreiß-Champion sein. Hier gehen wir auf 90. Und dann gibt es noch so viele andere Skills. Wissenschaft ist auch nicht so richtig verkehrt, auch um nachher bestimmte Waffen bauen zu können.
Sniper Rifle gehärtet. Let's go, Diddy. Nee, wenigstens hat der Captain so ein bisschen mit dir gespielt, ja. Ah, das gefällt mir. Ja, vielleicht sollte man das demnächst doch auch schwer stellen. Ja, guck mal, die auch an Stimpacks mitschleppen, die Jungs. Das sieht cool aus hier, das Teil. Mit was schießt das hier? So fällt unter Rifles. Nee, das ist ja Quatsch hier. 2 und 3 ist ja. Können wir ja mal ausprobieren. Wenn nicht gefällt, kommt weg. Ach du mein. Bad Guy. Wie cool ist denn das bitte? Auf der Seite steht immer der Bad Guy. Kümmert sich um Badezimmerinstallationen und so. Dann gab es noch eine Zeit lang bei Obi, den Badplaner, also der dir ein schlechtes Badezimmer zusammenrömert. Haben sie Werbung für gemacht. Hallo, schönen guten Tag. Ach du meine Fresse, sind die abhängig hier alle. Das geht alles schön an die Ärzte und Verkäufer in Diamond City, Freunde. Für den guten Zweck. Für meine. Ich habe was Cooles gefunden. Oh, hier ist ein Hirsch. Währenddessen die Sturm. Noch nicht effektiv genug gekämpft. Oh, guck mal, hier kann ich pennen. Ich meine, jetzt wäre es theoretisch egal. So, gucken, dass wir uns vielleicht eine Lederrüstung bauen oder so. Also ein schweres Metallding, da bin ich noch nicht bereit für. Ist das das, was ich nutzen sollte? Ah, hier wäre die Tonkontrolle gewesen. Squirrel on a stick. Ey, zieh erstmal rein. Ich kann ja auch die Drohne ja zusammenpunchen. Gibt es ja auch ein paar Erfahrungspunkte für. So. Überall das gleiche gekocht. Hey. Das Ding ist kacke. Aber sie ist einfach zu stark. Ey, wer knallt sich da so die Optik auf, bitte? Ich meine, im Wels geht's immer. Ich finde, wenn du so schießt, das ist ein Unterschied einfach. What the? Könnt ihr die so lange halten, bis ich... Oh, fuck. I know you're here.
Endlich hilft mir einer. Oh, okay. War anscheinend nur sehr temporär. Muss jetzt mal umfallen, Alter. Die kämpft gegen den Hund. Dein Ernst, Alter? Von wo hat er denn jetzt geschossen? Okay, wollte ich nur, dass das Ding aufhört. Wow! War gesichert. Machine Gun. Ich wollte schon wieder um die Ecke gucken. Ach, Mann. Da ist der Schlüssel. Businessware. Hier ist nochmal eine Defense Rifle. Oh, du bist ja ganz blutig. Kleiner Junge. So, das geht nochmal rüber. Was ist hier das Teil hier wert? Naja, geht so, ne? Den Old Boy habe ich ja auch noch bei. Das sieht heftig aus, Alter. Aber der Schaden ist halt Quatsch, ne? 62. Im Gegensatz zu unserer Flinte, wo immer die jetzt schon wieder hin ist. Da! Ich habe hier die aus Versehen rübergesteckt. Guck mal, die macht. Ach, guck mal da oben. 116. Ich habe mich verguckt. Da ist noch weniger. 57. Nein, meine ich, weil die ausprobieren. Mein Gott. Hund. Ist wirklich nur ein Schuss drin. Der muss sitzen da. Brödelt gleich. Wir sind. Postman. Naja. Bringt jetzt nicht so richtig. Wir haben schon einen coolen Rucksack gefunden, da haben wir echt Glück gehabt. So, jetzt haben wir den Schlüssel. We've acquired the key. We should be able to enter the comms facility now. Okay. Bestimmt draußen. Hui. Was sind die Pipi hier? Da hinten. Und da vorne ist so noch irgendwas. Boah, ein richtiger Panzer. Alter. Also was man hier alles noch erkunden kann. Oh. Guckt euch das mal an. Warum man das immer nicht so entriegeln kann. Ey, die ist komplett. Voller Defense Rifles.
Baumwollgarn. Komm mal auf. Komm hier ran. Naja, das bräuchte ich. Oh, Novize. Das sollte eigentlich jeder hinkriegen, oder? Okay. Voll verschissen, Alter. Man hatte da eigentlich immer mehr Versuche. Ja, nur zwei, krass. Na gut, dann werden wir das vielleicht doch nicht. Oder man kriegt es einfach so durch Zufall hin. Open the door. Mal auf hier. Beschäftigt. Passiert noch schwerer, ne? Oh, da ist sogar ein Kern drinne. So, jetzt haben wir noch Rüstung. Mit der Wasserflasche guckt sogar hindurch in meinen Rucksack. Jetzt können wir. Seht ihr, noch ein Kern? Ich meine, das ist jetzt hier aus einer Mod-Quest heraus, ne? Aber die findest du halt auch wirklich so oft. Alter, scheiße. Das ist ungesund. Das weiß ich nicht mehr, wie das ausgeht mit unserer Rüstung. Aber wir haben eine Pulsgranate. Der hängt fest, der Kollege. Der ist jetzt schon komplett schnell. Der ist überhitzt. Oi. Ja, ist gut, dass der da fest saß in dem Käfig. Und dass der andere einfach nicht geht. Auch in Ordnung. Oh, er hat einfach zwei Fusionskerne dabei. Und er auch. Easy. We've acquired the key. We should be able to enter the comms facility now. Alter! Wir haben hier nachher nie wieder Probleme. So. Sauber. Ich hab gedacht, ich komme hier hoch. Da hinten ist eine Treppe. Ich weiß nicht, wie viele Kerne haben wir jetzt? 10? Dann reicht bis zum Ende des Spiels. Hallo. Geht's hier auch? Okay, ja. Ob das jetzt so richtig ist? Don't think we can open this from here. We're gonna have to find a different way in. Ich kann nicht. Ach so, okay. Ich verstehe. Da will man mal Alternativwege einschlagen. Das Krasse, es gibt ja auch keinen Fallschaden mit der Rüstung.
Frage, ob hier einer drin ist, ne? Weil eigentlich ist ja abgeschlossen gewesen. Ist blockiert. Warum sie. Otherside. Scheiße. Ach du Kacke. Ein Haufen Robots. Eine Werkbank. Abraxo. Was hast du denn, Junge? This facility seems like it was abandoned in a hurry. So we probably shouldn't expect any friendlies here. Doesn't look like there's any rages in here either though. So, jetzt sollen wir das hier irgendwie reconnecten. Guck mal, hier waren wir. Noch mehr Munition. Bullpup Scout Rifle. Ich meine, ja, es ist ein Militärlager. Es wäre Quatsch, wenn hier keine Munition drin liegen würde, ne? Aber. Es ist einfach ein bisschen gut gemeint. So, jetzt restarten wir das und dann rasten die Roboter aus. Wilder Tomatensaft. Das kann ich runter, also. Dann deine Speiseröhre, totales Chaos. Okay. Dann drücken wir mal den Knopf oder was? Hätte das mal gemacht. Okay, ich hab jetzt immer außen. The alignment platform will almost certainly be locked. If I had to guess, he would be in the CEO's office. Brummt hier doch schon wieder.
Oh, diese Aluminiumschalen sind cool. Ich kann pennen eigentlich, ne? Ah, ich komme gleich mal aufs Ohr. Ich traue dem Frieden ja aber auch nicht. Okay, Leute, wir machen hier erstmal ein Päuschen. Ich packe mich eine Runde auf eine Matratze hier und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Fallout Wasteland Reborn. Habt einen schönen Abend, haut rein.